Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Krypto-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit den Krypto-News und hier haben wir einige Neuigkeiten zu Voyager. Wie ihr wisst, zu Voyager habe ich ja vor wenigen Tagen schon ein Video veröffentlicht und dort haben wir besprochen, dass Voyager das 24-Stunden-Auszahlungslimit von 20.000 Dollar reduziert hat auf 10.000 Dollar, was ein massives Warnzeichen ist, dass sie eben hier Liquiditätsengpässe haben. Jetzt wurde bekannt, dass Voyager alle Auszahlungen gestoppt hat und die Aktie ist auch von Voyager nochmal um weitere 26% abgefallen. Wie kam es hier zu den Liquidationsengpässen? Wie ihr wisst, Voyager war involviert in Three Arrow Capitals und zwar mit 15.200 Bitcoin und nochmal 350 Millionen Dollar in Form von USDC Stablecoins. Das bedeutet also, sie hatten hier ungefähr 600 Millionen Dollar an Kredite vergeben an Three Arrow Capital. Und wie wir hier auf der Hauptseite von Voyager lesen können, versuchen sie momentan eben, diese Kredite von Three Arrows Capital wieder zurückzuerlangen. Hierbei ist allerdings das Problem, dass jetzt Three Arrows Capital offiziell, nachdem sie eben von dem Gericht, von den britischen Jungferninseln zur Zwangsliquidation eben verklagt wurden, jetzt haben sie hier offiziell bankrott angemeldet. Das bedeutet also, dass der Voyager seine Gelder, also die Kredite nochmal zurückerlangen wird, ist sehr gering und das bedeutet für alle Investoren von Voyager, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich aussieht, dass sie hier ihre Einzahlungen zurückerlangen werden. Das bedeutet also, ich hoffe, alle, die hier in der Community vielleicht in Voyager investiert waren, haben das letzte Video vielleicht gesehen und hier noch die Zeit genutzt, wirklich ihre gesamten Einzahlungen abzuheben. Ebenfalls haben wir hier besorgniserregende News von dem CEO von Binance, also hier von CZ, dieser hat bekannt gegeben, dass er momentan mit über 50 verschiedenen Unternehmen hier im engen Kontakt steht, um ihnen ein Bailout, also so gesehen eine Finanzrettung, zu finanzieren. Allerdings sagt er auch, wird er nur die Firmen retten, wo es eben noch eine Chance auf Erholung gibt. Das heißt also, wie wir es auch schon von dem CEO von FTX, also Sam Bankman-Fried, gehört haben, gibt es hier einige Börsen noch, die kurz vor einer Insolvenz stehen oder sogar schon insolvent sind, nur es noch nicht öffentlich gemacht haben. Das heißt also, wir haben hier noch wirklich sehr viele Unternehmen, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen insolvent gehen werden, also ihre Insolvenz hier bekannt geben werden. Das bedeutet also, die Liquidationskaskade ist zu dem jetzigen Zeitpunkt wohl noch nicht beendet und das bedeutet, wenn ihr wirklich in das Kartenhaus zusammenbricht und noch weitere Unternehmen insolvent gehen, könnte es wirklich nochmal Druck aus Bitcoin ausüben, dass es wirklich nochmal zu einem weiteren Ausverkauf, also so gesehen einer weiteren Liquidation kommt, die uns dann potenziell vielleicht nochmal in den 14.000 Dollar Bereich, den ihr einige noch erwarten, führen könnte. Zudem gab es auch schon Gerüchte um die Börse KuCoin, dass auch diese vor einer Insolvenz stehen könnten, da sie eben hier involviert waren in Luna und Three Arrows Capital. Hierzu muss man aber auch sagen, hat der CEO sofort Stellung bezogen, hat bekannt gegeben, dass sie nicht investiert waren in Luna und Three Arrows Capital und dass sie eben auch hier nicht von einer Insolvenz bedroht sind. Sie werden hier auch einen Finanzbericht veröffentlichen, indem sie dann genau bekannt geben, wie ihre finanzielle Situation aussieht. Aber er hat hier eben gesagt, dass es momentan keinen Grund gibt, hier auf KuCoin Sorgen zu haben, dass man hier seine Einzahlungen verlieren könnte. Aber ihr wisst, wie ich das Ganze handhabe. Ich würde wirklich immer den größten Teil, also das HODL-Portfolio, auf einem Ledger halten. Da müsst ihr euch einfach auf keine dritte Partei verlassen. Und auf den Börsen würde ich dann persönlich nur mein Trading-Portfolio halten, was ich eben benötige zum aktiven Handeln, also hier zum Traden. Ich persönlich habe hier Coinbase und Femex. Hier habe ich ein großes Vertrauen in die Börsen. Ich denke nicht, dass diese pleite gehen werden. Aber wie gesagt, eine absolute Sicherheit habt ihr nur, wenn ihr eure Coins auf eurem Ledger haltet, da ihr dann eben keiner dritten Partei vertrauen müsst. Kommen wir abschließend noch zu etwas positiveren News und zwar hat FTX zugestimmt, dass sie BlockFi übernehmen werden. Sie werden BlockFi für 240 Millionen Dollar übernehmen und nochmal einen revolvierenden Kredit in Höhe von bis zu 400 Millionen Dollar, also insgesamt dann hier 640 Millionen Dollar, also ein deutlich höherer Kaufpreis als die 25 Millionen Dollar, die ja hier noch Gerüchte zufolge im Raum standen. Allerdings muss man sagen, 640 Millionen Dollar scheint immer noch ein Schnäppchen zu sein, wenn man sich überlegt, dass eben hier BlockFi noch vor einem Jahr eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar hatte. Also scheint, dass hier der CEO von FTX trotz allem ein gutes Schnäppchen gemacht hat. Und ebenfalls haben wir hier noch News aus Mexiko. Hier gibt es einen Senator, welcher einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, um eben den Bitcoin in Mexiko zum Legal Tender, also gesetzlichen Zahlungsmittel, zu machen, ganz nach dem Vorbild von El Salvador.
Allerdings muss man hier auch ganz klar sagen, meiner Meinung nach, wenn dieses Gesetz hier durchkommen sollte und Bitcoin zum Legal Tender in Mexiko wird, wird das keinen großartigen Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben. Nichtsdestotrotz wäre es ein positives Zeichen für die Bitcoin-Adaption. Dann kommen wir abschließend noch zur Bitcoin-Chart-Analyse. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US oder 4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, seit dem gestrigen Video hat sich hier der Chart kaum verändert. Über das Wochenende haben wir ja üblicherweise ein sehr geringes Trading-Volumen. Das bedeutet also nach wie vor, bin ich hier immer noch in meinem Short-Trade, den ich eröffnet habe, hier bei dem Retest bei ca. $20.000. Mein Stop-Loss ist ja weiterhin noch über dem letzten Hoch hier, also über dem Rig bei $21.000. Und unser nächstes Trading-Ziel, also hier unser erstes Preisziel so gesehen, sind die $17.900. Auf dem LuxAlgo-Chart seht ihr auch nach wie vor, haben wir noch das bestätigte Short-Signal. Und was ich hier auch ein sehr interessantes Tool finde, ist das Lux Profile. Hier könnt ihr sehen, wo das größte Kauf- und das größte Verkaufvolumen liegt. Und hier seht ihr ganz klar, das größte Verkaufvolumen haben wir ungefähr bei den $20.500. Das ist also in dieser Range hier unsere größte Resistance. Sobald wir über diese Resistance hier ausbrechen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir nochmal in Richtung der $22.000 ansteigen. Deswegen habe ich auch hier direkt über dem Hoch meinen Stop-Loss platziert, da ich eben, sobald wir hier ausbrechen, dann aus meinem Short-Trade nochmal ausgestoppt werden möchte. Ansonsten seht ihr auch, sobald wir hier unter die $19.000 fallen, die momentan noch als Support dienen, wäre das nächstgrößte Kaufvolumen hier unten ungefähr bei $17.500. Deswegen ist das hier auch unsere Zielzone. Das bedeutet also, sobald wir hier unter die $19.000 fallen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es runtergeht bis auf $17.500 und wir hier dann erst nochmal Support erfahren. Deswegen werde ich dann hier auch erste Teilprofite realisieren. Also ihr seht, mein Trading-Setup ist ja nach wie vor immer noch unverändert. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.